Ulrich Kern ist Unternehmer und Business Coach für die Bereiche Karriere, Management und Impulse. Er hat bereits viele Unternehmen bei Veränderungen, auch in Krisenzeiten wie heute, begleitet, trainiert und gecoacht. Sowohl beruflich als auch privat hat er alle Höhen erlebt und sämtliche Tiefen gemeistert. Diese Erfahrung gibt er gerne weiter. Er inspiriert und motiviert dazu, die PS, also die persönlichen Stärken, konkret auf die Straße zu bringen. Hier ist Ulrich Kern. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Virus Corona, mit den Auswirkungen, die möglicherweise auf uns zukommen aktuell. Wir sind von der staatlichen Seite offensichtlich gut gewappnet, wobei ich da immer etwas aus meiner Erfahrung heraus, und ich mache Krisenmanagement oder Change Management in Unternehmen in Krisensituationen seit mehr als 10 Jahren. Da ein bisschen mehr dazu gehört, als einfach nur mal ein bisschen flapsig ausgedrückt einen Eimer Geld reinzukippen und dann läuft das Ganze schon wieder. Ja, Krise als Chance. Der Ansatz von der ganzen Geschichte ist, es geht um Prävention und Prävention ist aus meiner Sicht keine Hysterie. Die Ignoranz, das ist das Pendant dazu, das ist kein Mut. Krisen gehören zumindest aus meiner Erfahrung zum Leben mit dazu. Und wenn ich dann tatsächlich in eine etwas kritischere Situation komme oder in eine Krise komme, wie das aktuell der Fall ist, dann ist das alles andere als Mut, wenn ich sage, ja, ich ignoriere das Ganze mal, ich setze die Scheuklappen auf oder Vogelstrauß-Politik, Kopf in Sand, irgendwann ist das Gewitter schon wieder vorbei. Und das möchte ich euch heute näher bringen. Kurz zu den Inhalten, habt ihr ja auch in der Einladung gesehen. Welche Sofortmaßnahmen habe ich in der aktuellen Krisensituation zur Verfügung? Wie kann ich mich besser aufstellen, damit mir die Krise jetzt nicht komplett die Ernte verhagelt? Es geht darum, welche Möglichkeiten habe ich, um meine Liquidität zu sichern, und zwar ganz praktisch und realitätsnah. Da kommen nämlich auch verschiedene Dinge auf uns zu, die wir aktuell vielleicht noch nicht gehört haben, aber die zu uns kommen. Das sind nämlich die Voraussetzungen für öffentliche Fördermittel. Dann geht es darum, welche Präventionsmaßnahmen kann ich für die kommenden Wochen einleiten. Da geht es aber jetzt weniger um präventive Dinge, weil die Prävention ist letztendlich vorbei. Es geht einfach mehr darum, wie kann ich mein Unternehmen auf die Zukunft ausrichten. Wie kann ich das Unternehmen positiv ausrichten, damit ich aus dieser Thematik Kraft schöpfen kann, diese Krise als Chance nutzen kann und proaktiv die Zukunft gestalte? Und da hat die Erfahrung der letzten Jahre auch in meinem Geschäft gezeigt, dass die Unternehmen, die sich proaktiv in Krisen verhalten haben, am Ende auch die Gewinner waren. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von den Zuhörern oder Teilnehmern heute an die Finanzkrise 2008. Das hat dann wirtschaftliche Auswirkungen in 2009 gehabt. Und die Unternehmen, die sich in dem Zeitfenster sehr gut darauf eingestellt haben, das waren am Ende die Gewinner. Die anderen, die hängen teilweise heute noch am Tropf oder sind weg. Und so leid mir das auch tut, ich bin schon der Meinung, dass es auch in der jetzigen Situation speziell Unternehmen trifft, die noch nicht lange im Markt sind oder die es nicht geschafft haben, Liquiditätspolster aufzubauen. Die werden jetzt richtig heftige Probleme bekommen. Und ich möchte euch ermuntern, dass ihr die Krise als das nehmt, was sie ist, nämlich als einen Zustand. Und das ist jetzt nicht der Weltuntergang und es ist auch nicht eine angstbasierte Geschichte, sondern es ist im Prinzip einfach eine Situation, die ich so anzunehmen habe, wie sie ist, auf möglichst rationaler Basis. Eine Krise ist nicht nur da, um eine Krise zu sein, sondern die dient auch dazu, dass wir etwas lernen. Für mich ist es so, dass wir insbesondere in Deutschland lernen dürfen, dass wir so ein bisschen die emotionale Ebene wieder etwas verlassen, zurückkommen zu einer gewissen Bodenhaftung,
zu einem gewissen Realitätsbezug. Ich lese, bin auch in dem einen oder anderen sozialen Netzwerk unterwegs, da lese ich immer wieder gerne, in Anführungszeichen, gerne. Ja, wir werden immer aggressiver. Wundert mich nicht, weil wir eben die Bodenhaftung verloren haben und jetzt in der Krise natürlich auch in diesem emotionalen Modus weiter agieren, sofern man das als Agieren bezeichnen kann. Und da ist was anderes gefordert. Ja, wenn ich diese Krise als Unternehmer zum Lernen nehmen möchte, und dann hilft mir das am einfachsten weiter, wenn ich beginne mit einer konsequenten und systematischen Bestandsaufnahme der Vorgänge in meinem Unternehmen. Da geht es schlicht und ergreifend um nichts weiter als um Zahlen, Daten, Fakten, weil das auch wiederum die Voraussetzungen sind, nach denen Banken beispielsweise beurteilen, wenn ihr heute Fördergelder oder Zuschüsse beantragen wollt. Die gibt es nicht einfach so, weil ihr ein toller Hecht seid oder sonst irgendwas. Nee, die gibt es, weil Zahlen, Daten, Fakten zueinander passen, sind Voraussetzungen klar definiert und die gilt es zu erfüllen. Und deshalb ist auch diese konsequente und systematische Bestandsaufnahme sehr, sehr wichtig. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben jetzt die komische Situation. Was tun, wenn die Krise bereits im Haus ist?